Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Bremium Turnierkollektion Mary auf. Auf dieses Produkt habe ich mich sehr gefreut. Heute ist es endlich erschienen. Hoppei beschützt die Box schon, sagt wieder Hallo. Hallo! Ich mag Mary sehr. Sieht das so gutes Stück aus. Und das ist Mary Mopeko. Sieht aus wie eine Milchtüte, finde ich. Also wie ein Happy Meal, ne, oder? Was meint ihr? Wie lustig, dann so. Das ist die Mary. Fangen wir mal an. So. Na komm schon. So, da ist nichts mehr drin. Kommt mal dahin. Dann die rosane Würfel. Finde ich auch so schön. Dann die große Mary Spielcoin. Auch sehr hübsch, finde ich. Dann haben wir natürlich die Promokarte Mary. Fangen die mal kurz aus. Bloß nichts geschädigt. Na komm. Ach. So, ganz vorsichtig. Da sieht das gute Stück. Ich sleeve sie ganz kurz ein. Ganz kurz die anderen Karten auch einsleeven. Ich werde sie gleich zeigen. Welche drei Karten die noch da drin waren. So, den Code könnt ihr euch können. Viel Spaß damit. So, dann haben wir natürlich diese Mary Card, die bei uns bei Glänzenden Schicksal nicht drin war, nur im Japanischen. Eigentlich haben wir die auch auf Deutsch. Finde ich sehr hübsch, die Karte. Gut gelungen, finde ich, wie ihr den Fensterball da hält. Sehr nice. Und dann haben wir dreimal diese hier mit dem Autogramm, was auch nur in Japanisch eigentlich gab. Bin ich auch froh, dass wir es auch in Deutschland gekriegt haben. Oder Europa und so. Sehr nice. So. Dann haben wir hier die Sleeves. Finde ich auch sehr süß mit dem Artwork hier. Mit Mopeko. So. Dann diese Trainerbox hier. Da sind die Booster drin. Die Box finde ich auch sehr hübsch. So. Welche Booster haben wir denn schön? Lassen wir die Mary-Karte mal hier als Glücksbringer. Komm schon. So. Flammende Finsternis, Farmschock. Schaugeherrschaft, Schwert und Schild. Dann machen wir das in der Reihenfolge mal. Fangen wir erstmal mit Schwert und Schild an, Base Set. Habt ihr auch schon die Mary Box schon bestellt? Oder gekriegt schon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt drauf. So, viel Spaß damit. Da haben wir eine schöne Feuerstrahlenergie. Oh, Energiezugewinn. Ein Fornifras. Ein Filiglion. Ein Galamauzi, ein Hopplo, ein Fatalité, ein Maracaba, Pikachu, Gold King oder Cash King. Und dahinter haben wir ein Humanoid V-Max. Sehr nice. Gleich einschließen. Ich glaube, die hatten wir schon, ne? Gut, das ist Pack, gleich ein Hit. So, nächstes Pack. Hier, viel Spaß damit. So, da haben wir jetzt eine schöne Feuerenergie. Okay, Umlicht. Ein Shintex. Ein Pokécom 3.0. Ein Aurora-Energie. Ein Thelmopod. Ein Volley. Ein Kryptopus. Ein Wormhole. Kamihabs. Polectro Reverse. Und dahinter haben wir einen Kumantuta in Holo. Auch sehr schön. Noch ein Hit. So ein kleiner Hit. So. Jetzt kommt flammende Finsternis. Komm mal ein bisschen Tutierung hier. So. Mal behalte ich den Code. Da haben wir eine Blitz Elektro. Okay, Pflanze. Großer Parasol. Ein Akrotella. Ein Parasek. Ein Dummiesel. Ein Pummelhof. Ein Capuno. Ein Aineko. Ein Golbit. Pikulente Ruhrs. Und dahinter haben wir ein Galalamos V. Das ist auch der Timbox, weil ich letztes Mal aufgemacht hatte. Jetzt hat man die auch aus der Puste frisch gezogen. Das Galapunita Lamos. Na, das liegt mir die nochmal ganz kurz ein. Ah, komm schon. So. Und jetzt kommt Farmschock. Den Code könnt ihr euch natürlich wieder gönnen. Viel Spaß damit. So, Feuerenergie. Okay, wieder Umlicht. Ein Sepporis. Ein Schwalboss.
ein Magnaien, ein Wuffels, ein Voltoball, ein Pfiffchen, ein Chipette, ein Wampi. Und dahinter haben wir ein Deponitox. Okay, das war nix. So, jetzt kommt Showige Herrschaft. Essen gut behalte ich. So, Feuer. Okay, Blitz Elektro. Ein Pony. Ein Primano. Ein Formio Regenform. Galaponita. Galaporenta. Ein Hornio. Ein Kloptopus. Ein Skarabon, das wieder Kaioke macht. Ein Zapajone. Reverse. Und dahinter haben wir ein Fruial. Ich mag das Pokémon Fruial. Die zwei letzten Packs, Arktos oder Koronos, bald. Das ist, machen wir Arktos zum Schluss. Viel Spaß damit. So, da haben wir Schnellfeuer. Okay, Kampf. Eine Ärztin. Ein Apollo. Ein Stophora. Ein Käufer. Ein Galaporenta. Ein Sneeple. Ein Seekukes. Ein Goldbett, Reverse Grabbox und dahinter beim Serapentora. Das war auch wieder nix. So, letztes Pack, letztes Magic. So, viel Spaß mit dem Code. Eine Feuer, eine Enia, eine Mila, ein Lydia. Ein Smogon, Galamakabaya, ein Schneebedeck, ein Formio Regenform, ein Trassler, Protokoll Reverse und dann haben wir ein Diktory. Okay. Naja, die Ausbeute kann man sich nicht so beschweren, finde ich. Wir haben ein Galalamos, da haben wir ein Rodo Kommandutan und ein die V-Max Humamolit V-Max. Natürlich die wunderschöne Mary Bromo Karten, sehr nice. Und natürlich diese Karte kann keiner stoppen, die Mary Foil Trainer Karte, die finde ich voll hübsch. Wie findet ihr die Karte so? Schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.